Karl Hils, darf ich dich was fragen? Ja, natürlich. Was ist jetzt Sache hier in Rottenburg? Wir dürfen ja ohne Maske nicht rein auf den Versammlungsplatz. Du wanderst jetzt weg vom Eingang, bist aber Redner. Was machst du jetzt? Von hinten reingehen. Uns ist gesagt worden, wir werden hinten hinter die Bühne reingelassen. Aha. Und können dann auf die Bühne, um zu reden, und können dann hinten auch wieder raus. Dann werden wir nicht durch die Versammlung gehen. Okay. Und damit ist diese Notwendigkeit, die hier die Stadt Rottenburg sieht, ja, umgangen. Wobei ich sagen muss, dass die Allgemeinverfügung der Stadt Rottenburg ganz offensichtlich rechtswidrig ist, ja, weil der Verordnungsgeber und der Gesetzgeber gesagt haben, wer eine Maske nicht tragen kann und das glaubhaft machen kann, braucht sie nicht tragen. Und das müssen Verordnungsgeber berücksichtigen, und zwar in jeder Lebenslage. Es geht nicht, dass man sagt... Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ihr habt es ja schon versucht, hier so rum reinzukommen hinter der Bühne. Es hat nicht funktioniert, man hat euch nicht durchgelassen. Wenn das jetzt sich wiederholt, was macht ihr dann? Was machst du dann? Und Rolf Kohn, was macht ihr dann? Dann machen wir eine Spontandemonstration am Eingang. Sehr gut. Dort, wo die antifaschistische Aktion steht. Und die sind ja eher faschistisch als alle anderen Menschen in Deutschland. Ja. Okay. Also der Name ist Programm, aber antifaschistisch heißt in dem Fall, sie verhalten sich faschistisch.